Hallo meine lieben Freunde zu einem zweiten Girls Logic. Wenn ihr das erste noch nicht gesehen habt, könnt ihr es jetzt nachholen. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei 8 Verhaltensweisen von uns Frauen oder eben 8 Fakten, wie wir Frauen ticken, die ihr Männer nicht immer versteht und eigentlich auch nicht verstehen müsst. Viel Spaß! Frauen gehen nur in Gruppen aufs Klo. Ja, der erste Punkt trifft bei mir nicht ganz zu. Ich gehe auch ganz gerne allein auf die Toilette. Allerdings habe ich auch pinke Haare, was nicht jedes Mädchen hat. Ja, aber dass wir in Gruppen manchmal trotzdem auf Toilette gehen, hat einen ganz einfachen Grund. Und das ist, dass vor dem Mädchenklo einfach immer eine kilometerlange Schlange anzutreffen ist, was uns da manchmal auch dazu verleitet, dass wir einfach aufs Männerklo gehen. Aber grundsätzlich gehen wir in Gruppen auf Toilette, damit wir uns unterhalten können, während wir warten oder auch ablässern. Aber dazu kommen wir später. Frauen halten zusammen. Ja, das ist in der Tat so. Wir halten zusammen. Wir verbünden uns auch gerne mal, vor allem gegen Kerle oder auch gegen andere komische Frauen. Das liegt aber einfach daran, weil wir der Meinung sind, dass eine Frau immer recht hat. Und nicht der Mann. Frauen lieben Handtaschen. Ja, das letzte Mal waren es Schuhe, diesmal sind es Handtaschen und es ist ja wirklich so. Ich meine, eine schöne Handtasche ist einfach was Schönes. Und wir Frauen, wir haben immer so viele unterschiedliche Outfits. Wir brauchen natürlich auch immer die passende Tasche dazu. Und ja, ihr habt in meinem Video gesehen, was habe ich in meiner Schultasche, hieß das glaube ich. Ja, was ich da eben alles drin habe. Und normalerweise kann man wirklich noch viel, viel mehr reintun. Und da braucht man halt eine große Handtasche. Aber die muss natürlich auch immer zum Outfit passen. Das heißt, man muss viele verschiedene Handtaschen haben. Und in vielen verschiedenen Farben, weil sie ja irgendwie passen müssen. Und Größe und Stil und eben Farbe und Accessoires und Details und ja, deshalb haben wir zu jedem passenden Outfit eine passende Handtasche. Frustshopping. Ja, das ist etwas, das mache auch ich ganz oft, wenn es mir gerade irgendwie nicht so gut geht oder so, wenn ich mir für mich unbefriedigende Note geschrieben habe oder wenn ich Streit habe mit jemandem, dann gehe ich ganz gerne mir irgendwie einen Lippenstift oder einen Nagellack kaufen. Weil man sich dann einfach etwas gut tut und ja, es freut einen. Ich meine, Shoppen löst natürlich Glückshormone aus und ja, man ist glücklich danach. Und dann geht es einem wieder ein bisschen besser. Das lässt halt nach, aber für einen kurzen Moment ist alles wieder gut. Ja, was so ein Lippenstift nicht alles auslösen kann. Oder ein bunter Nagellack. Lästern. Auch wenn ich es jetzt so ungern zugebe, aber wir Frauen sind tatsächlich das lästernde Geschlecht. Wir lästern irgendwie immer und über alles und über jeden und ja, es ist halt gut, es ist weniger lästern als einfach unsere Gefühle und Gedanken mitteilen, was halt meistens dann negativ ist und als lästern interpretiert wird. Als ich mir vor kurzem das Internet gekauft habe und Tina ließ das Visage in diesem Heft hier sah, sorry, aber da musste ich auch gerade echt mich über die lustig machen. Ist ja nicht, doch, es ist eben doch lästern. Ja, sagen wir mal, alles was gegen einen anderen Menschen geht, ist lästern. Auch wenn es nur einen negativen Gedanken ausdrücken ist. Wir Frauen lästern nicht. Wir drücken unsere Gefühle aus. Genau, so rum. Frauen werfen alle Männer in einen Topf. Ja, leider ist es tatsächlich bei ganz, ganz vielen Frauen so, dass sie, ich rede absichtlich nicht in der Wir-Form, weil ich das nicht mache. Aber wie gesagt, ich habe auch pinke Haare. Aber leider machen das ganz, ganz viele Mädchen, nachdem sie irgendwie schlechte Erfahrungen mit Jungs gemacht haben oder so, sagen wir mal, sie wurden betrogen oder so, dann werfen sie alle Männer in einen Topf und sagen, ja, alle Männer sind immer gleich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es echt nicht sagen, weil ich nicht so denke. Aber ich denke nicht, dass sie das dann wirklich auch glauben. Sonst würden sie ja nicht auf den nächsten schon wieder reinfallen. Ihr Männer dürft euch also nicht ärgern, falls ein Mädchen wirklich mal sagt, ihr Männer seid doch alle gleich. Ich denke, das ist wirklich nur ein Ausbruch des Ärgers und mehr nicht. Frauen jammern ständig über ihre Figur. Ja, leider ist es tatsächlich so, dass Frauen nie zufrieden mit sich sind. Immer gefällt ihnen etwas nicht an ihrem Körper. Weißt du, das ist also Körper. Irgendwie ist da zu wenig. Hier wollen sie ein bisschen mehr Knackarsch, ein bisschen weniger Fettpölsterchen, ein bisschen größere Lippen. Haben sie gelockte Haare, wollen sie glatte Haare? Haben sie glatte Haare, wollen sie gelockte Haare? Ja, so ist das leider. No one's perfect, aber Frauen wollen es halt irgendwie sein. Und deshalb jammern sie ganz gerne über die Figur. Gerade jetzt, wo der Sommer kommt, oh, ich muss unbedingt abnehmen. Mein Bauch ist noch nicht flach genug. Ja.
Und das führt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Komplimente verneinen. Ganz, ganz häufig ist es anzutreffen, dass wenn Frauen ein Kompliment gemacht wird, boah, du siehst aber toll aus heute. Dass sie so reagieren, ach nein, ach was denn, ich bin doch erst gerade aufgestanden, ich habe ja gar nichts gemacht, das ist doch gar nicht wahr, ach du lügst doch. Ja, das trifft man natürlich ganz, ganz häufig an und in meinen Augen ist es einfach nur fishing for more compliments. Weil ich denke, sie sind sich schon bewusst, dass sie gut aussehen. Aber ich meine, welche Frau kriegt schon nicht gerne Komplimente? Und ja, steigert halt auch das Selbstbewusstsein, ne? Ja, das waren 8 weitere Fakten oder eben Verhaltensweisen von uns Frauen, die ihr Männer einfach wirklich nicht verstehen müsst. Aber vielleicht tut's ganz gut, wenn ihr wisst, warum wir so ticken oder uns eben so verhalten. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und mich würde echt mal interessieren, ob ihr noch andere so komische Verhaltensweisen kennt von Frauen, wie es an die Männer gerichtet ist. Oder auch, ja, auf die Frauen. Ich meine, viele Frauen verstehen ja auch nicht, warum andere Frauen was machen. Ich meine, warum? Ich verstehe es teilweise auch nicht. Vielleicht ticke ich einfach anders, aber schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Oder, ja, vielleicht gibt es auch was, was ihr Männer an euch selber nicht versteht oder was Frauen an den Männern nicht verstehen. Ja, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich lese mir wie immer alles durch. Ich bin total gespannt. Und dann wünsche ich euch, es ist schon wieder Freitag, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!